Und damit hoffentlich willkommen zurück. Jetzt lasst mich das gleich mal gucken. Passt. Das ist sehr dunkel, aber das wird gleich wieder stoppen. Bla bla bla. Bum bum bum. Passt. So, und das Fenster machen wir auch mal kurz auf Kipp. Ich habe nämlich keine Luft mehr zum Atmen. Vielleicht huste ich deswegen. Ich lüfte nämlich voll selten, weil kalt. Aber jetzt schauen wir einfach mal. So, rauszoomen. Pause beenden. Bonus-Gasthauseinheit. Very nice. Es gibt halt immer noch ein neutrales Land und das nach Runde 11. Das ist heftig. Mit 5 Leuten. Gut, eine ist schon tot, ne? Ja, süß. Wir stirbten als nächstes. Die Zwerge wahrscheinlich. Ich hab halt schon fast gewonnen. Das war's dann mit dem Ring. Aber dann kann ich neu installieren und gut, das sehen wir dann gleich. Also ich werde das machen. Neuinstallation. Und dann gib ihm und dann hoffen, dass das irgendwie passt. Was anderes fällt mir jetzt echt nicht ein. Weil es vielleicht besteht irgendwie die Möglichkeit. Ah, hier ist schon sehr voll. Jetzt gibt mal alles dem Elrond. Was hat denn der? Braucht der noch? Ja, vielleicht noch so gegen Reiter im Bataillon. So, wenn wir da rein. Oder da rein. Na komm, wenn wir da rein. Ja, dann da rein. Ja, eigentlich kann ich halt wirklich nur noch dem Gegner aufs Dach steigen und das war's. Weil er hat halt schon verloren. Das wird er nie wieder alles hier retten können. Er kann nach Helms Klamm reinrennen, wenn er blöd genug ist und das will ich halt wieder Truppen aus, ne? Das ist halt. Im Grunde hat das verloren. So, die können hoch. Ah, ich kann nach oben gehen. Schaut euch das an. So. Da kann ich hin. Da kann ich hin. Da kann ich hin und da kann ich hin. So, Befehle sind gegeben. Elrond bleibt, wo er ist. Dem zeigen wir. Der hat viele Reiter. Aber dem zeigt man gleich mal, wie das hier ausschaut. Im Auenland. Auenland müsste das sein, ne? Einmal kurz das Auenland. Und gut ist. So. Mal kurz das Fette gucken. Okay. Wir müssen handeln. Wir haben Ab ich in die bringe das Mitte. Baumaterial. Es wird Ich bringe Zeit, das etwas Baumaterial. So. Und ihr seht schon, der Timer ist oben weg. Ich habe alles weggeschmissen, was auf dem Patch 202 hingewiesen hat, weil es hat halt nicht funktioniert. Ja. Mögen unsere Waffen siegen. Bogenschützen aus Wir müssen Düsterwald. handeln. Ja, da hat's einen Vorposten, ein Gasthaus, ein Vorposten. Ein Vorposten, jetzt 1000 Vorposten. Hüter ist bereit. Wir müssen wachsam Mögen. Bleiben. Wir müssen Mittelerde Wir müssen wachsam bleiben. Wir haben einen Vorposten entdeckt. Kommt! Ich mag das. Unsere Stadt wird größer. Gasthaus zum Ich Gründrachen. Nur meine Das haben sie schön Was gemacht. liegt an? Das Gebäude ist Unser fertig. Volk ist in Gefahr. Wir ja, bringen Gasthaus. alles in Ordnung. Das Gebäude gehört ab jetzt mit uns. Uns. Wo denn? Macht schnell! Wir dürfen nicht wanken. Ah, da sind sie ja. Bleibt bei mir. Der Feind hat hier sein Baumaterial. Das Auge ist auf dem Boden. So. So, der kriegt Führerschaft, das ist auch nicht schlecht. GG, gewonnen. Das war's. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Wie will er das jetzt noch gewinnen? Hat seine ganze Reiter weggeschmissen, das war's. Das ist halt das Ding, die KI hier ist nicht herausfordernd. Aber im Patch 202 ist sie ziemlich gut. Also, auch auf schwer ist sie ziemlich gut, aber da cheatet sie halt nicht. So, da bin ich ihr halt noch überlegen. Und zwar deutlich. Vielleicht mache ich den Dings auch auf schwer, dann cheatet sie gar nicht. Mit 5 KIs, dann ist es aber nicht brutal. Ich weiß es halt noch nicht, das ist das Problem. Ich wollte es mit brutal machen, mit 2020, weil ich dachte, ja, das wird spannend. Also mit 15%. Ich sag immer 20, dabei sind es halt wirklich bloß 15. Das wäre halt dann dieser Unterschied. Na. Na, da ist er nicht. Das ist halt die Frage.
So, tschüss. Wie ich das dann mache. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Weil gegen 5 Brutale, die mit 40%, 60% Cheat haben, das ist... Ich pack's nicht, ich hab's probiert. Ich könnte es packen, wenn ich wieder ewig ins Minus rutschen darf. Aber ob das dann so toll ist, weiß ich nicht. Jetzt haben sie gerade vorhin zu fünft versucht, oder zu viert, zu dritt, keine Ahnung, Dol Guldur einzunehmen. Haben es nicht geschafft. Was machen sie? Kommen zu zweit und probieren es wieder. Lol. Ich weiß, man soll etwas ändern, aber sich schwächer zu machen, um zu gewinnen, erscheint mir dann doch ein bisschen dämlich. Aber gut, das muss die KI wissen. Mir ist das wurscht. Können sie machen, wie sie wollen. Theoretisch kann man das Herr der Ringe auch mit ziemlich schönen... Weil Handicap ist halt das Problem. Handicap macht nicht nur das Leben niedriger, sondern tatsächlich auch den Schaden. Ich habe das getestet, auf 95% mal gesetzt, einfach zum Gucken. Die Festung schießt und macht gar keinen Schaden. Und die Einheiten des Gegners sterben wie Fliegen. So, das heißt, das ist kein echter Ausgleich, ne? Weil sie kann ja ausbilden, besser und schneller vielleicht, ja. Gut, bei dem aktuellen Patch 2.02, Version 7 nicht. Da hat er nur 60% Cheat und das war's. Aber, es ist halt, wenn die Einheiten viel schneller sterben, habe ich viel weniger Stress. Es ist halt dann wirklich auch viel einfacher und... Das ist nicht das, was ich will. Ich will das schon fair haben und herausfordernd. Und... Außerdem will ich es auf brutal machen. Ich bin so ehrgeizig. Ich will nicht auf Dings haben. Auf zweitschwierigster Stufe. Ich will es auf der schwierigsten Stufe. Aber, wie gesagt, 60% ist zu knackig. Das ist... Weil ihr müsst euch das mal vorstellen. Versucht euch mal vorzustellen, ich hock mich jetzt mit Menschen, egal ob ich jetzt in Minas Tirith oder in Helms Klamm bin. Also ich muss es ja spiegelverkehrt machen. Die KI ist in 3 Runden da. So, in 3 Runden bekomme ich es gerade mal hin. Ripfeind. Gerade mal hin, meine Starttruppen auszurüsten. Das war's. Also mehr geht nicht. Ne? Mehr ist nicht machbar. Aber der Gegner hat halt viel. Der bildet aus. Und dann, wenn sie zu dritt oder zu zweit in ein Land einfallen, dann habe ich da 2 brutale KIs, die mit 5.000, 6.000 Startgeld anfangen und mich einfach so krass zuspammen. Das ist nicht mehr lustig. Also das ist Wahnsinn. Und gegen eine KI, die so einen krassen Bonus hat, kann man nicht hörteln. Dir geht halt irgendwann das Geld und die Möglichkeiten aus. Irgendwann hat sie dann alles ausgerüstet und dann kommt sie in Wellen. Es ist halt dann wirklich anstrengend. Und zwar auf eine Art und Weise, die an Unmöglichkeit grenzt. Für mich. Ich bin gut in dem Spiel, ja, aber ich bin kein Profi. Ne? Das ist halt der Unterschied. Das ist zu krass. Für mich zu krass, sagen wir so. Und mit 20%, das war halt auch die ursprüngliche Idee. Ich spiele den Patch 2.02. Und da dachte ich halt, ja, die haben die KI einfach nur aufgebessert, dass er halt klüger spielt. Aber nicht, dass er halt so krass cheatet. Von dem her, das ist halt... Ich weiß es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen. Vielleicht probiere ich es noch ein, zwei Mal. Ich habe schon überlegt, ich könnte mich zum Beispiel in die eine Ecke von Mittelerde hocken und die 5 KIs in eine Reihe in die andere Ecke, dann haben sie nicht so viele Territorien. Also die vorderste KI wird mehr Territorien haben als die hintere und dann ist das auch ein bisschen anders. Aber vielleicht klappt es, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich aufzubauen. Ich glaube aber auf lange Sicht... Wird das nichts? Das ist halt das Ding. Weil die Zeit, sich aufzubauen, zu knapp ist.
Das sind alles so Überlegungen, die ich gerade habe. Und mit 20% würde ich halt wirklich mir vorstellen können, ja, das klappt. Das ist so, dass ich sage, okay, bei 20%, das kann ich packen. 15, ich sag immer 20, weil ich halt Fred, es gibt dieses Forum, wo sie den Patch 2.02 halt vorstellen und darüber diskutieren. Ich glaube auf GameStar müsste das sein oder Game Ranger, eins von beiden. Auf Englisch. Und da habe ich einen Thread erstellt, ja, könnt ihr das nicht auf 60 auf 20 zurückstellen. Eigentlich hätte ich auf 15 sagen müssen, aber egal. Und naja, das ist halt die Sache. Und da kam dann leider auch keine Rückmeldung. Also da hat dann auch keiner gesagt, ja, das kriegen wir hin. Ich habe denen halt auch erklärt, was ich gemacht habe. Ne? Hab denen gesagt, ja, das habe ich gemacht, das und das. Und dann meinten sie auch, ja, eigentlich hätte das funktionieren müssen. Hat's aber nicht. Das ist halt seltsam. Und deswegen, sobald ich kann, deinstallieren, neu installieren, fertig. Und das wird dann passen oder nicht. Rest muss man sehen. So. 4500 Gesundheit, der hält. Der ist stark, ich glaube, der hält so viel aus wie eine Festung fast. Rüstung dürfte er auch haben, mein guter Sir Harley. Lol. Das tut weh. So. Interessant. Ihr greift's da schon an, oder? Ich wundere mich gerade, dass die halt hier so rumrennen und das stirbt mir alles weg. Das ist ja Schwachsinn. Das ist nämlich wirklicher Schwachsinn. Habe ich den Angriffsbefehl nicht gegeben. Auch lustig. Ja. Ich mache ja so einiges, was sie nicht machen dürfen. Egal. Egal. Ist halt die Hälfte meiner Armee tot. Kommt vor. So. Dann jage mal. Stufe 5, das ist natürlich nicht schlecht. Na, triffst du? Nice. Schön getötet. Das wird schon passen. Muss halt gleich ausbilden und dann ist gut. So, stecht sie ab von hinten. Richtig kaputt stechen. Oh, die haben hier aber viel. Der muss weg. Der muss ganz dringend weg. Okay. Na, gucken wir mal. Hat der Führerschaft? Nee. Das Gute ist, tatsächlich durch den Patch 2.02 lernt man solche Dinge wie Führerschaft richtig schätzen. Weil das braucht's einfach. Das ist wirklich nötig. Ah, hier können wir einen Argon krüppeln. Boah, der Schaden! Schaut euch mal den Schaden auf den Argon an. Bam! Boom! Der hält das nicht lang durch. Aber der Schaden ist schon krass. So, der Elend healt ein bisschen. Darf er ja. Und dann machen die das schon irgendwie und gut ist. Ork-Bogenschütze. Ja, der Turm sollte sich darum eigentlich kümmern. Und einer ist tot. Tja, Pech gehabt. Wie gehen wir da rein? Ah, da kommen Verstärkungen. Boom! One-Shot. Tschüss. So, haben sie den Malonbaum gekillt? Ja. Bom, 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 bom.
Er ist bereit, das ist sehr schön. Tschüss und tot. Hat da hinten noch was? Hätte ja sein können. So. Das sieht doch bisher ganz gut aus. So, die machen das ja auch. Klick, 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 klick. Greift überhaupt noch irgendjemand an? Na komm. LOL, ich darf nicht mehr ausbilden. Ja gut, nö, dann nicht, ne? Da kann ich dann lange, das war jetzt dämlich. Da haben wir viel Zeit drauf für nichts. Ah! Level 3. Mal sehen. Ja, okay, das war jetzt, weil das Gebäude kaputt gegangen ist. Auf was auch immer die draufhacken, ich sehe es nicht. Aber gut, sollen sie, dürfen sie, können sie, spielen. So, ich muss mal gucken, wo mein Feind sich aufhält. Das wäre sehr interessant zu wissen. Suchen wir ihn mal. Da wäre natürlich jetzt das Auge besser, aber ich bin natürlich die Guten. Ne? Die Elben sind ja die Guten. Zumeist jedenfalls. Von dem her, nope. Aber ich werde das schon irgendwann finden. Hier jetzt Gold. Wie heißt das? Schatztruhe. Bling! Kling! Ja, die nicht. Gewonnen! Ein unserer Feinde zerschmettert hat. Auch sehr gut. Manchmal muss man seine Feinde einfach zermalmen. Muss einfach sein. Hilft nichts. So. Was gäbe es denn noch zu tun? Nee. Da mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich weiß, die Aufnahmen werden gerade ein bisschen kurz. Aber das kommt manchmal eben einfach vor. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.